Hallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Metro Less Light. Das hier ist jetzt Part 30 und wir sind immer noch an der Oberfläche. Ich hoffe, dass wir jetzt langsam mal wieder runter in die Polis kommen. Ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich in der Metro dann doch ein klein wenig sicherer als hier oben. Oh, da ist der Schwarze. Okay. Oh, hallo. Ich werde dir nichts tun, wenn du mir nichts tust. Och. Wo? Wo? Ich mach die alle kalt. Wo seid ihr? Stinkstiefel. Wo sind vor allem, wo ist der Schwarze jetzt schon wieder hin? Oh, hier speichert's. Ist ja wunderbar. Waffe auf dem Boden und Hände hinter den Kopf. Nö. Verdammt nochmal, es ist Artyom. Na, dein Glück musste ja irgendwann aufhören. Du kannst den Befehl bezüglich der Waffe ignorieren. Kameraden, wir haben einen Sonderbefehl direkt von Genosse Korbut bezüglich dieses Rangers. Wir sollen ihn eliminieren. Feuer! Feuer nach eigenem Ermessen! Nicht bleiben! Ich helfe! Und wie? Nicht bleiben? Nicht mehr. Zu erschöpft. Was? Oh! Angriff! Eliminiert ihn! Scheiße! Heilig Scheiße! Oh, ich wollte gar nicht Waffe wechseln. Ich wollte Medipack nehmen. Okay, ich glaube, ich hätte früher anfangen sollen zu schießen. Wirklich sehr nett. Au, sage mal. Au, Alter. Die Sicht ist ein bisschen doof, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, guck mal den an. Ja, wieso treffe ich denn nichts? Ich habe auch keine Moon mehr. Verdammt nochmal, ich verkacke gerade über. Ja, ach, das war gerade ziemlich blöd von mir. Ich wusste nicht, ob ich angreifen soll oder nicht. Okay, jetzt aber gleich ein bisschen zacki-zacki. Jetzt machen wir es ein bisschen besser. Dann greife ich direkt an. Nee, Gasmaske will ich nicht tauschen. Ah, noch einer. Waffe auf den Boden und Hände hinter den Kopf. Verdammt nochmal, es ist Artyom! Na, dein Glück musste ja irgendwann aufhören. Du kannst den Befehl bezüglich der Waffe ignorieren. Kameraden, wir haben einen Sonderbefehl direkt von Genosse Korbut bezüglich dieses Rangers. Wir sollen ihn eliminieren. Feuer! Feuer nach eigenem Ermessen! Okay, ich glaube, ich hätte direkt... Ich glaube, ich hätte direkt von Anfang an zuhören müssen hier. Und BÄM! Und den zweiten und... Oh, das war geil. Oh Mann. Angriff! Eliminiert ihn! Oh Mann! Führ den Befehl aus! Oh, das Licht blendet übertrieben in dieses Fernrohr, ey. Vielleicht hätte ich daran ein bisschen früher denken sollen. Oh, das Licht werde ich wahrscheinlich gar nicht treffen, oder? Ich helfe dir zu sehen. Das ist aber nett. Jetzt ist das Licht aus. Ich weiß jetzt nicht, ob die hinter der Fassade stehen oder direkt davor. Ich habe keine Ahnung. Natürlich, er wirft ein Messer. Ich bin so bescheuert. Leute, chillt euch doch mal. Alter, wirfen! Oh, ich muss fünfmal die C-Taste drücken. Keiner von denen ist gestorben. Nochmal ein Medipack. Okay, nochmal. Ach, Mann. Ja, ich verfiel zweimal hintereinander, oder was? Ach, komm, Alter. Was war das denn?
Oh Mann. Stelle ich mich gerade ein bisschen blöd an? Ich hätte die P90 behalten sollen, Alter. Mit der komme ich nicht weiter. Das sind beide Sniper. Verdammt nochmal, ey. Ah, noch einer. Waffe auf dem Boden und Hände hinter den Kopf. Verdammt nochmal. Es ist Artyom. Ich helfe. Oh, den habe ich nicht getroffen. Ah, scheiße, Mann. Wieso habe ich den nicht getroffen? Mal werde ich es ein klein wenig anders machen. Boah, chillt euch. So. Ist er tot? Sieht so aus. So, da oben war noch einer. Du hattest eine Chance. Wo bist du? Du hättest bei der roten Linie bleiben können. Wir hätten dich aufgenommen. Komm raus. Komm raus. Aber du musst fliehen und dann genau hierher kommen. Manchmal solltest du dein bescheuertes Hirn auch benutzen. Ich stelle mich manchmal so blöd an in solchen Spielen. Au, 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 au. Oh, das war kein Hit. Oh, doch, das war ein Hit. Wahnsinn. Oder hast du gedacht, Korbut hätte dich völlig vergessen? Nicht so lange du lebst. Und ich auch nicht. Wo ist der denn? Hört sich so an, als wäre er direkt hier. Der andere war doch noch hier oben. Ich hab's ganz genau gesehen. Du wolltest es nicht so wie wir. Wolltest dich uns nicht anschließen. Also wirst du dir einfach ins Gras beißen müssen. Muss ich? Also Artyom, das wird langsam langweilig. Komm raus. Oh, scheiße. Ich sehe nichts als dieses verdammte Fernglas. Was ist denn hier? Au, au, au. Du hast also beschlossen, hier aufzutauchen? Ha? Du hast Eier in der Hose, so viel ist sicher. Komm schon, Ranger. Töten und verstümmeln, wie du es immer machst. Oder bist du ein Angsthase? Also, Artyom, bist du ein Angsthase? Das ist anders als au. Das Verbrennen hilfloser Mutanten. Er ist halt tatsächlich da oben, Alter. Ich fasse es nicht. Oh, ein Schuss, ey. Verdammt. Du bist ein hartnäckiger Hurensohn. Was? Also, wie hast du mich genannt? Gekommen, um es zu Ende zu bringen, oder was? Boah, sowas von. Komm schon, Artyom. Komm hier hin. Ich kann dich nicht mehr jagen. Aber ich kann auch immer ein Loch in deinen Kopf schießen, wenn ich ihn sehe. Keine Sorge. Au. Ah, toll. Was? Wieso treffe ich ihn denn nicht? Wieso habe ich ihn jetzt gerade nicht getroffen? Sag mal. Okay, weißt du was? Wieso habe ich nicht gleich diese Sniper benutzt? Oh, treffe ich den auch mal wieder oder was? Ich treffe ihn einfach nicht oder was? Willst du mich verarschen? Ich treffe ihn tatsächlich nicht, Alter. Ich treffe ihn nicht. Das gibt's doch einfach nicht. Ich habe keine Medip. Wieso treffe ich den nicht mehr? Was war das denn? Also Artyom, bist du ein Schuss? Das ist anders als das Verbrennen hilfloser Mutanten. Verdammt, du bist ein hartnäckiger Hurensohn. Also, bist du hergekommen? Komm schon, Artyom, komm hier hin.
Ich kann dich nicht mehr jagen, aber ich immer ein... Ich treffe ihn nicht, Alter. Leute, ich treffe ihn an dieser Stelle nicht. Das gibt's doch nicht. Warum treffe ich den nicht? Guckt euch das an. Ich treffe ihn nicht. Ich kann ihn nicht treffen. Ich kann ihn nicht treffen. Was ist da los? Ist das schon wieder ein Bug oder was? Ja, ich geb dir gleich. Ja, komm. Er hat mich echt noch getroffen, Alter. Ich glaube, ich spinne. Jetzt hat das Spiel tatsächlich wirklich ein bisschen rumgebackt. Du gehst mir auf den Sack, Pavel, Alter. Du gehst mir... Hallo? Ich... Alter, das gibt's doch einfach nicht. Die Kiste hat mich gerade verletzt, Alter. Also, bist du her? Komm schon, Artyom. Komm hier hin. Ich kann mich nicht mehr jagen, aber ich kann noch eins, immer ein Loch in zwei, deinen Kopf schießen, drei, keine Sorge. Eins, zwei, drei. Jetzt habe ich ihn getroffen. Ey, das gibt's doch nicht. Sag mal, ich treffe ihn und es passiert nichts mehr, Alter. Es passiert nichts mehr. Also, Artyom, bist du ein Angsthase? Das ist anders. Das verbrennen hilfloser Mutanten. Verdammt, du bist ein hartnäckiger Hurensohn. Komm schon, Artyom, komm hier hin. Ich kann dich nicht mehr jagen, aber ich kann noch immer ein Loch... den Kopf schießen, wenn ich ihn sehe. Wo ist die Zitaste? Jetzt auch ein bisschen früher werfen können, Artyom. Hat nichts gebracht. Alter, ich habe das Gefühl, ich ziehe ihm nicht mal mehr was ab. Das steht immer noch da und schießt. Alles klar. Ich glaube, ich kann das Match gar nicht gewinnen, Alter. Aha. Trauer? Aha, es geht weiter. Ich verstehe nicht. Warum hat es jetzt auf einmal geklappt, Alter? Oh, da liegt er. Ach, ein Messer? Toller Junge. Ohne Furcht und Tadel. Was zum Teufel ist das, hä? Du lässt die Bestie auf mich los? Was für ein Held! Der Test an der Oktyabrskaya war erfolgreich. Das Virus tötet schnell und wird schnell inaktiv. Wenn wir genug davon bekommen, könnte die ganze Metro ausgelöscht werden. Aber zuerst müssen wir D6 einnehmen. Daher haben Sie, Genosse Morosov, nur eine Chance dafür. Der Orden hat gute Kämpfer, aber es sind zu wenige, um alle Zugangspunkte abzudecken. Unsere Späher haben einen schwach verteidigten Eingang gefunden durch den Kreml. Während Miller bei der Friedenskonferenz in der Polis ist, kann er seine Männer nicht befehligen. Ja, dann schlagen wir zu. Noch eine Woche, dann bricht ein neues Zeitalter an. Ich soll jetzt entscheiden? Was soll ich machen? Okay. Ne. Dieser Typ hat uns verraten. Dem werde ich bestimmt nicht helfen, Alter. Wer mich einmal verarscht, der macht das nur einmal. Glaub mir. Du konntest nicht vergeben. Ich verstehe. Er hat viel Böses getan. Das merke ich mir. Ich meine...
Ich meine, er hat uns auch wieder versucht zu töten jetzt gerade eben, ne? Ich meine, er hat uns sogar ein paar Mal getötet. Er hat es echt geschafft. Weil ich mich irgendwie zu blöd angestellt habe oder es nicht richtig funktioniert hat. Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich es nicht geschafft, ihn gleich hier fertig zu machen. Ich meine, die Tatsache, wie Pavel uns verarscht hat und die rote Linie praktisch unterstützt und so weiter und so fort. Ich konnte mich gerade echt nicht entscheiden. Ich wusste nicht, soll ich gehen einfach oder soll ich ihm helfen? Ich war kurz davor, ihm zu helfen, weil ich einfach wissen wollte, wie dann hier alles weitergeht, aber irgendwie konnte ich mich nicht bewegen. Ich war paralysiert. Genau das war ich jetzt. Ich glaube, ich muss zurück, oder? Okay. Muss ich zurück? Ich glaube, ich muss zurück. Einen Moment mal. Wir haben hier einen neuen Eintrag. Polis Berichte von einem bevorstehenden Angriff von D6. Ups, schon wieder falsche Taste. Ach komm, leck mir am Arsch hier. Okay, ich glaube nicht, dass wir hier lang müssen. Drücke T, um den Filter zu tauschen. Ja, ja, klar. Ist das nicht der Eingang hier? Wo müssen wir denn hin, Alter? Wo müssen wir hin? Oh, okay, ich hätte es wissen müssen. Ah, ich hätte es echt wissen müssen. Hauptsache, ich raube euch noch ein klein wenig mehr von eurer Zeit. Oh, 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 spannend. Wir müssen es rechtzeitig zur Polis und der Friedenskonferenz schaffen. Es wird keinen Frieden geben. Nur Krieg. Den letzten Krieg. Jetzt kenne ich die Antworten auf alle Fragen. Pavels Kopf stellte sich als wahre Schatzkammer heraus, was Korbuts finstere Pläne betrifft. Ja, Korbut will ja praktisch die ganze Metro verseuchen und damit in den Tod schicken. Aber wir wollen das verhindern. Das Problem von Korbut ist natürlich, dass er, wie gesagt, vorher D6 ausschalten muss. Und ich hoffe, dass wir schon das verhindern können. Dass D6 stark genug ist, sich zu verteidigen. Was ist hier seltsam? Warte! Das... Ich muss sehen! ...sieht mir... ...nach... ...einer kleinen Arena aus. Ich bin mir fast sicher, hier kommt noch mal so ein dickes Ding aus den Katakomben. Oder vielleicht auch zwei von denen. Oder vielleicht auch was ganz, ganz Neues. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was uns hier erwarten wird. Wir werden es sowieso nicht mehr in diesem Part erfahren, denn die Zeit ist schon wieder rum, Leute. Deshalb werde ich mich jetzt verabschieden. Und ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat, mir zuzusehen. Und ihr könnt ja ein bisschen eure Meinung dazu lassen, was ihr denkt, wie es mit der Menschheit weitergehen wird. Und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr Metro schon mal gespielt. Metro Last Light oder Metro 2033. Lasst mir doch einfach ein bisschen Feedback da. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen darüber. Und wir hören uns dann beim nächsten Part wieder, wenn ihr Bock drauf habt. Macht's gut, bis dahin, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao.